Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4, der Denni spielt das. Heute mal zu einem kleinen Infovideo. Und zwar wollte ich euch heute mal einen neuerlichen Mod vorstellen. Und zwar von der Seite Train Sim Community. Und zwar von dem lieben Bahnfuchs Hochschule. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das Mod ist, oder der Mod ist ungefähr circa 4 Stunden alt oder jung, wie auch immer. Und ja, ich wollte euch heute mal ein paar Mods für die Dostos zeigen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit diesem hier an. Wirklich, ihr seht hier dieser graue, schwarze Streifen auch hier oben. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Auch die, das Innere, wenn man das mal so sehen will. Dann gibt es hier diesen Dosto, und zwar von Bahnland Bayern. Wir fahren für das Bahnland Bayern, Zeit für dich. Auch ein, wie ich finde, sehr schöner Dosto. Das sind natürlich alle Steuerwagen. Das sei mal dazu gesagt. Die Wagen an sich, also die dazugehörigen Passagierwagen, die gibt es noch nicht. Das sind jetzt nur, wie gesagt, die Steuerwagen. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, warum da die Wagen fehlen. Das sind nur die Steuerwagen, die mit diesem Mod versehen sind. Dann haben wir hier die BR 112 NAH.sh. Auch, wie ich finde, sieht sehr schick aus. Wirklich vom Allerfeinsten. Dann haben wir hier natürlich, das ist jetzt nicht von der Bahnfuchs Hochschule, wollte ich aber trotzdem dazu stellen, weil das sieht ja auch sehr schick aus. Einmal den Metronom als Steuerwagen, sieht auch sehr schick aus. Da gibt es allerdings auch die ganzen Wagen für. Also man kann komplett, inklusive der Lok, einen kompletten Metronomzug fahren. Kann ich euch aber auch gerne verlinken, wo ihr das findet. Dann gibt es natürlich noch den Steuerwagen als Intercity. Also ihr könnt ja auch komplett mit den dazugehörigen Wagen einen kompletten Intercity 2 bilden, inklusive Lok BR 146 könnt ihr dann komplett ein IC2 zusammenbauen und dann auch ein Szenario damit fahren, wenn ihr das wollt. Dann haben wir hier die BR 218, auch mit dem gleichen Repaint, oder mit dem gleichen Mod, wie für die BR 112, auch NAH.sh, Schleswig-Holstein. Und hier haben wir den dazugehörigen Steuerwagen, der das gleiche Repaint trägt oder die gleiche Aufschrift. Finde ich sehr schön. Ich finde es nur schade, dass es die dazugehörigen Wagen noch nicht gibt, aber vielleicht gibt es ja pfiffige Leute, die das dann nachstellen im Creators Club. Dann hätte man das soweit einen kompletten Zug in dem Repaint. Hinten dran natürlich hier die dazugehörige BR 112. Aber ich finde, man könnte ja eigentlich auch, hier hat man ja eigentlich einen kompletten Zug. Und wenn das jetzt an der Lok ist und hinten am Steuerwagen, dann reicht das ja eigentlich, finde ich. Ich kann euch das gerne verlinken, diesen Mod. Und von dem lieben Bahnfuchs Hochschule, der nennt sich wirklich so. Gibt es im Moment zurzeit schon 740 Downloads für. Ist wie gesagt 4 Stunden alt circa. Und ja, ich wollte euch das einfach mal nahelegen. Vielleicht habt ihr da ja Lust drauf. Mal so etwas veränderte Dostos für den Train Sim World 4. Hier auch im Sandwich. Mit der 218. Ich habe hier mal so ein bisschen den Rosenheimer Bahnsteig vollgestellt. Das sollte euch vielleicht noch das solltet ihr vielleicht noch wissen. Wenn ihr auf der Strecke Salzburg-Rosenheim fahrt, dann ist das eigentlich am besten, weil die sind nicht überall verfügbar. Die sind nur auf der Strecke Salzburg-Rosenheim verfügbar, die Mods und die Dostos. Und wenn ihr das fahren wollt, dann solltet ihr euch, wie gesagt, auf dieser Strecke hier befinden, solltet das auf dieser Strecke machen und dann könnt ihr hier diese Leistung fahren. Ja, wie gesagt, zu finden ist das Ganze auf der Seite trainsimcommunity.de oder .com, ne, .com, Entschuldigung. Und wie gesagt, das solltet ihr finden bei Sounds, also bei dem Punkt Sounds. Da findet ihr das als allerersten Punkt oder als allerersten Mod, als allererstes könnt ihr das da finden. Und wenn ihr da Bock drauf habt, ich packe euch gerne den Link in die Videobeschreibung und dann könnt ihr das soweit dann auch downloaden und installieren. So, das soll es soweit von mir gewesen sein für diesen Sonntag. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig helfen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, das soll es für mich erstmal von mir gewesen sein. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Der Denni Spielt das. Haut rein. Wir können ja vielleicht noch ganz kurz, weil wir schon mal dabei sind, mal so einen Zug starten. Da würde ich sagen, nehmen wir mal die 218. Die läuft gerade so schön. Lego ist mal eine kleine Route und dann fahren wir eine ganz kleine Runde damit, damit ihr auch soundmäßig da was hört. Das könnten wir vielleicht eben machen. Schon mal eine Strecke haben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch, dass wir hier eine freie Strecke einigermaßen kriegen. Wir müssen ja nicht weit fahren. Nur ein Stückchen. So. Was wir jetzt auf jeden Fall erstmal machen, ist die Heizung aus, weil jetzt brauchen wir Ende August bzw. Anfang September nun wirklich nicht. So, dann machen wir hier mal zack, zack und zack. Wir müssen lösen. Dann legen wir uns eine ganz kurze Route, würde ich sagen. Ist ja eigentlich egal, ob wir jetzt in die falsche Richtung fahren. Dann schieben wir halt, ist jetzt auch nicht das große Problem. Dann schieben wir halt so. Ob das funktioniert. Und sogar grün. So, dann hören wir uns den Sound mal kurz an. Ach ja, stopp. Dann machen wir es folgendermaßen. Entfernen wir den mal kurz. Den anderen dahinter auch. Wenn wir hier eine freie Strecke haben. Ihr habt ja die Züge, die Blostos gesehen. Machen wir das mal kurz so. Dass wir da vorbeikommen. So. So, das müsste jetzt aber soweit passen. Ja. Das sieht doch gut aus. Dass wir den mal kurz hier vorbeifahren, müssen ja gar nicht schnell werden. Uns mal ein bisschen die Rollgeräusche an. So. Das sind sowieso gleich einmal über Rot haben. Ja, ich finde, der Bremssound kommt sehr nah ans Original ran. Also wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, Train Sim Community gibt es das Ganze downzuladen, kostenlos natürlich. Und ja, das soll es erstmal soweit von mir gewesen sein. Wobei... noch ein Stück... aufschalten, dann mal ein bisschen aus einer höheren Geschwindigkeit bremsen. Wie sich das anhört. So, ich denke, das reicht dann auch. Ja, das hört sich doch soweit ganz schön an. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann empfehle ich euch das Ganze. Das war es erstmal soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Der Denni spielt das. Haut rein. Ciao, Servus. Und tschüss. Machen wir noch ein schickes Foto, würde ich sagen. Und das habe ich nämlich jetzt in der Aufregung noch gar nicht gemacht. Machen wir das einfach und dann war es das soweit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.